Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir wollten uns hier um diese Principi-Piraten kümmern, die scheinbar es auf uns abgesehen haben. Da kommen sie sogar direkt auf uns zugefahren und wollen einen Kampf. Ja, unsere Ressourcen: 50 Rumpf, 25 Segel, 7 Besatzung plus unsere ganzen Leute. Gegen einen roter Rabel-Captain. Ja, Captain ein Stift nähert sich am Horizont. Entern vorbereiten probiere ich aus, falls es mit Kampfaufnehmen nicht klappen sollte. Bei Entern vorbereiten, das kostet uns einiges Rumpf, Segel und Besatzung. Ja, deswegen Kampf aufnehmen. Ja, der Feind dreht nach Steuerbord. Volle Kraft voraus, wir nähern ihn uns. Ja. Näher ran an sie. Okay, wir haben jetzt den Vorteil, also nutzen wir ihn auch mit dem volle Segel. Sie gehen auf Stillstand, das heißt, sie werden gleich schießen. Ja. Wir gehen noch näher ran. Sie halten immer noch. Wir sind dran. Noch näher ran. Ja, ich könnte jetzt mal auf Aufprall vorbereiten machen. Die Mannschaft beeilt sich für den Aufprall zu sichern. Die Matrosen halten sich an der Regung am Hauptdeck fest. Diejenigen, die es nicht rechtzeitig schaffen, von der Talstraße herunterzubinden, klettern, binden sich an den Masten fest. Ja, bereit machen zum Entern. Mit großem Getöse wirft deine Mannschaft Enterhaken und Planken über den Spalt zwischen euren beiden Schiffen. Sie strömen auf das Deck des gegnerischen Schiffes, die Waffen gezogen. Die gegnerischen Seeleute sind von dem Angriff zunächst völlig überrascht. Doch rasch fassen sie sich wieder und begrüßen deine Leute mit dem Donner von Pistolen und dem Klirren von Stahl auf Stahl. Okay, das heißt, wir sind jetzt im Kampf. Eigentlich sollten wir ja überlegen sein, da wir nicht nur die Mannschaft haben, sondern eigentlich auch meine ganzen Gefährten. Ich hoffe, es kämpfen alle mit. Weil wenn ich das Schiff entern und übernehmen kann, dann kriege ich das gesamte Lagergut. Und das Schiff vielleicht sogar noch. Weil das hilft auf jeden Fall ungemein, ein Schiff, was schwächer ist als ich, zu übernehmen und es zu verkaufen, wenn es möglich ist. Weil man merkt, in Deadfire muss man mehr mit dem Geld umgehen als im ersten Teil. Ja, Tatsache, wir dürfen auf jeden Fall mit allen kämpfen. Oh, Alof, das ist nicht so schön. Xorti, heil ihn mal. Oh, da oben ist unser. Ja, der ist nicht aufgelevelt, das ist das Problem.
pumping my guts in here, Captain. Diver, how could I miss that shot? Still got it. Ja. Ne, ja, wir haben sogar die Farm der Prinzipien bekommen. Morale lang C. Die Mannschaft hat Erfahrung. Die Mannschaft hat ein Seemannserfahrung gehalten. Hakim hat einen Rang erhalten. Das ist sehr schön. Beotul hat eine Stufe. Rumtortel regiere. Irene hat eine Stufe. Das ist sehr gut. Wir haben Matrosenbrei. Wir haben Essen. Wir haben auf jeden Fall medizinische Favorit. Und wir haben ätherische Kanone einsacken können. Hey. Und wir haben eine Prinzipienflagge. Ja. Ne, wir haben genug Moral durch den Sieg erlangt. Wir sind jetzt auf 97. Deswegen kassieren wir mal alles für uns ein. Dafür kriegen sie halt das Essen, was wir eingesackt haben. Auf jeden Fall. So, Alof hat eine Wunde dazu gekriegt. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Wie sieht es auf dem Schiff aus? Die Leute sind alle gut. Wir haben einen Triumph. Ja, eine ätherische Kanone. Nachladezeit 4 Runden. Die verkaufen wir lieber. Alof, du kriegst mal Schiffszwieback. Rasten wir mal kurz an Bord des Schiffs. Neue Verwundung. Bonuserfahrung ist immer gut. Wie sieht es mit unseren Rängen aus? Da hieß es ja, dass unser Rumtrottel hier einen gekriegt hat. Ich habe noch keinen gekriegt. Naja, gut. Die Kanone, die könnten wir auf jeden Fall verkaufen. So, ist das jetzt die Insel, die ich kartografieren sollte? Todesfeuerhändler, die Silla, hier sind alles mögliche an Leuten unterwegs. Aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, ob das der Ort ist, den wir kartografieren sollten. Weil es ist südlich von Port Maya auf jeden Fall. Und wenn ich in meinem Questbuch nachlese, direkt vom Wrack. Ja, die Kartografierung. Ja, nördlich und südlich von Port Maya. Hier kann ich leider meine Gruppenaufstellung nicht ändern. Das ist blöd. Hm. Oder?
Ja, du musst auf deinem Schiff segeln. Okay. Das heißt, wir gucken uns diese Insel trotzdem mal an. Um deine Fußgelenke wirbelt ein feiner Nebel. Atemlose, flüsternde Stimmen rufen dich aus der Dunkelheit. Sie geben halb ausgesprochene Sätze von sich. Stöhnen, Gurgeln, Schreie. Die wenigen Worte, die du diesem Chorus ausmachen kannst. Betteln um Gnade und darum, der Pein ein Ende zu bereiten. In den Nebel hineintreten. Fetzen schlingen sich um deinen Körper und bleiben auf deiner Haut haften. Die Rufe werden zu Schreien, zu einem brüllenden Chor. Der Nebel verdichtet sich, bis du nichts mehr sehen kannst, außer wirbelnden, geisterhaften Formen. Im Nebel erscheinen dunkle Gestalten. In einem Augenblick haben sie euch umzingelt, im nächsten sind sie wieder verschwunden. Zeigt euch gefälligst. Sofort endet der heulende Sturm und die Gestalten halten inne. Sie verharren noch einen Augenblick, flackern unsicher, dann verschmelzen sie mit einer größeren Dunkelheit und stürmen auf dich zu. Hey, ich hab sie angepisst. Wahrscheinlich hätte nicht mal Xoti was machen können. Oh, es sind einfach nur Schatten. Alof, das ist nie gut. Die Aussage von Edda unterschreibe ich gerne, dass Alof nichts einstecken kann. Oh, Fenrir ist verletzt. Need something stronger. Kriegen wir die bitte tot? I'm here, sir. Scheinbar schon. Was für ein Kampf. Oh, da ist noch was zurückgeblieben. Elevis Amulett. Genauigkeit gegen Geister, Intellekt. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. What do you think, Ishii? Die Reihenfolge meiner Gruppe stimmt auch immer noch nicht ganz, fällt mir gerade so auf. Das ist ein bisschen blöd, dass das Spiel die so durcheinander bringt. Muss ich gucken, dass ich ändere. Aber jetzt gucken wir erstmal, was in der Klage der Gaukler zu finden ist. Wellen schlagen gegen einen zersplitterten Rumpf, der einfach nicht untergehen will. Wer auch immer das verlassen hat, hat vielleicht etwas zurückgelassen. Das ist wahrscheinlich was, was wir durchsuchen können, ja? Du stehst auf eine verlassene Dau, halb im Sand vergraben. Wim pfeift durch die klaffenden Löcher in ihrem Rumpf und lässt das Holz quietschen und stöhnen. Ungeöffnete Frachtkisten liegen um das Wrack herum verteilt. Durchsuchen. 4 Stunden und findest nichts. Weitersuchen. Und, was haben wir erhalten? Farben der Prinzipi, wieder mal. Nochmal 4 Stunden. Nichts. Und nochmal 2 Stunden. Eisendonnerer. Ja. 15 Munition. Und das war's. Okay. Ja, wir haben doch ein bisschen Geld gemacht, muss ich sagen. Und dann gucken wir noch, was das hier für ein Tempel ist.
Vor dir liegen die Ruinen eines uralten Gebäudekomplexes. Und erst sieht dem halb eingefallenen Stein einen Eingang. Dabei fallen dir mehrere seltsame Zeichnungen auf, die in abblätternder brauner Farbe auf die Steine gekritzelt wurden. Du beugst dich herab und dir die Zeichnung eher zum Betrachten und entdeckst, dass es brutale Abbildungen sind. Enthauptungen, Zerstückelungen, Hinrichtungen und andere furchtbare Dinge. Ja, wir betreten sie mal. An den Wänden der Ruine flackern die Lichter entfernter Fackeln. Ein Windstoß, der nach Aas und metallisch nach Blut riecht, trägt unverständliche Worte heran. Mal gucken, wie tief die Ruinen jetzt wieder sind.